Ich finde Halloween total abgefahren. Das ist die Zeit im Jahr, in der Schule und Spaß perfekt zusammenpassen. Dieses Jahr schien es genauso zu werden. Überall wurde schon dekoriert und einige rannten schon in ihren Kostümen rum. Und der Duft von Süßigkeiten lag auch schon in der Luft. Wir freuten uns schon alle wie irre auf Halloween. Naja, alle bis auf Spinelli. Übrigens, wo steckt Spinelli eigentlich? Sie kocht wahrscheinlich ihr Blutsüppchen. Sie wird schon nachkommen. Spinelli würde nicht nachkommen. An diesem Morgen hatte sie sich dermaßen verändert, dass wir ganz schön verwundert waren. Doch ich bin zu schnell. Um genau zu sein, sind um uns in letzter Zeit eine Menge Veränderungen passiert. Alles hatte vor über einem Monat angefangen. Und wisst ihr was? Ich und meine Freunde waren keine Viertklässler mehr. Endlich waren wir in die 5. Klasse aufgestiegen. Hier ist sie, die gute alte Third Street School. Weißt du was? Der Laden kann einem ganz schön ans Herz wachsen. Und Mutter Natur hat uns einen idyllischen Tag für unsere Rückkehr geschenkt. Die Vögel zwitschern, das Gras ist grün und überall laufen Idioten rum, die ich beim Kickball immer und immer wieder schlagen werde. Das ist genau die richtige Einstellung, Vince. Und nicht vergessen, dieses Jahr wird die Schule so cool sein wie noch nie, denn wir sind jetzt Fünftklässler. Fünftklässler kriegen ihre eigenen Schränke. Endlich kann ich meine Erfindungen vor Spionen schützen. Dieses Jahr schaffe ich es bestimmt als Schnellster, auf diesem Ding hier runterzurutschen. Oh Baby, warte nur, bis die große Pause da ist. Und ich kann das Mittagessen in der Cafeteria nicht abwarten. Meine Geschmacksnerven sind in der 5. Klasse besonders sensibel. Und ich, ob ihr sie nun glaubt oder nicht, freue mich irgendwie unheimlich auf den Unterricht. Was sagst du da? Ja, ich weiß, Spinelli, das klingt verrückt. Aber vergiss nicht, dieses Jahr haben wir Miss Milky. Ich fahre auf diese Miss Milky total ab. Alle mögen Miss Milky, Vince, denn sie mag uns Kinder. Ich sage euch, die 5. Klasse wird die beste, die wir je hatten. In Ordnung, ihr Halunken, seid still. Für euch bin ich immer noch Miss Finster und ab jetzt eure Klassenlehrerin. Was ist denn mit dir los? Hast du was ins Auge gekriegt? Geh sofort zur Schulkrankenschwester. Eine Frage, Miss Finster. Was hast du, Detweiler? Was ist denn nun mit Miss Milky? Uns wurde gesagt, sie wird unsere Klassenlehrerin. Sie wechselt auf eine andere Schule. Zufällig stand ich zur Verfügung. Randall? Ja, Miss Finster? Ich brauche einen Klasseninformanten und das bist du. Oh, Wahnsinn, Miss Finster. Die 5. Klasse wird die beste Klasse überhaupt werden. Natürlich wird sie das, denn durch Hausarbeiten und Klassenarbeiten entsteht nämlich Disziplin. In Ordnung. Jetzt schreibt ihr einen 3000-Wörter-Aufsatz darüber, was ihr im Sommer angestellt habt und wie ihr dafür bestraft wurdet. Das war wohl mit Abstand die schrecklichste Ansage aller Zeiten. Okay, Miss Finster als Lehrerin ist ein herber Rückschlag, aber ich glaube, dass ich sie weich kriegen kann. Ich kapiere nicht, warum sie uns 6 Schulbücher gegeben hat. Wer in der Welt braucht schon 6 Schulbücher? Die Bücher sind ganz schön schwer. Ich muss sie irgendwie ablegen. Ich finde, das ist die Gelegenheit, unsere Schränke zu benutzen. Lass mich raten. Sie sind, glaube ich, gleich da drüben. Oh nein, unsere Schränke sind weg. Wohin sind sie verschwunden? Schönen guten Tag, ihr Fünftklässler. Falls ihr die Schränke sucht, sie sind alle durch diese Motivationsposter ersetzt worden. Dieses da gefällt mir übrigens am besten. Aber wo sollen wir denn mit unserem Zeug hier hin? Ich kann einfach nicht mehr. Die Schule ist zum Lernen da und nicht um sich zu beschweren. Bis dann. Na gut, wir haben keine Schränke und Miss Finster als Klassenlehrerin. In der Schule gibt es noch jede Menge anderer toller Sachen. Ist es nicht so? Ich finde, da hast du völlig recht, TJ. Zum Beispiel habe ich vom Bücherschleppen ziemlichen Hunger gekriegt. Was haltet ihr davon, wenn wir jetzt zum Essen in die Cafeteria gehen? Das klingt irgendwie gut. Ich glaube, es gibt am ersten Schultag normalerweise Pizza. Wie wunderbar! Wer sagt's denn? Das Zeug hier sieht aber nicht wie Pizza aus. Um alles in der Welt, was soll das denn sein? Das ist Nährpaste, Teil der neuen verbesserten Speisekarte. Und jetzt du. Wollen Sie etwa damit sagen, dass wir statt der leckeren, wohlausgewogenen Speisen jeden Tag Nährpaste serviert bekommen? Natürlich nicht. Dienstags gibt es Nährblöcke, am Mittwoch gibt es Nährklumpen. Donnerstags gibt es Nährrolle und am Freitag gibt es die leckeren Macaroni mit Nährsoße. Bon Appetit! Okay, Sie haben uns die Lehrerin und die Schränke weggenommen und das Mittagessen vermiest. Immerhin bleibt uns noch die große Pause. Ist eine Anweisung des Büros. Ich fasse es nicht. Die haben unseren ganzen Spielplatz weggenommen. Warum machen die denn sowas? Sind die denn verrückt? Nie wieder werden wir im frischen Klee herumtollen können oder uns Ketten aus Löwenzahn binden und uns Hüte aus Schlamm aufsetzen. Sie haben uns nicht nur unseren Spielplatz genommen, sondern auch unsere Kindheit gestohlen. Und jetzt sind sie einfach zu weit gegangen.
Achtung, Schüler, hier spricht Direktor Prickly. Euch sind heute vielleicht ein paar Veränderungen an der Schule aufgefallen, aber ihr braucht euch deswegen keine Sorgen zu machen. Sie gehören alle zum Verbesserungsprogramm der Schulbehörde. Ich hoffe also, dass euch eure neue, verbesserte... TJ, was machst du in meinem Büro? Ich habe da ein paar Fragen an Sie, Sir. Aber ich halte gerade eine Ansprache an die Schüler. Sie sollten lieber damit aufhören, Sir, denn was ich Ihnen jetzt sage, sollten die Kindergartenkinder besser nicht hören. Das wäre alles für den Augenblick und jetzt amüsiert euch fröhlich weiter. In Ordnung, ich kann ja verstehen, dass du erregt bist. Erregt, Sir, bei allem nötigen Respekt. Sie haben unsere schöne Schule kaputt gemacht. Jetzt mach mir bloß keine Vorwürfe, das war nicht meine Idee. Und außerdem macht ja niemand die Schule kaputt. Das Büro für Ordnung und Erziehung verändert hier nur was. Sie haben unseren Spielplatz asphaltiert. Das Büro ist der Meinung, dass die Pflege der Grasfläche und der Spielgeräte zu teuer ist. Sie wollen das Geld anders verwenden. Naja, wie zum Beispiel für diese prickelnden Tonbanddurchsagen. Weniger spielen und mehr lernen, das wäre alles. Was? Die Stimme klingt doch sehr interessant. Was ist mit unseren Schränken? Das Büro für Ordnung und Erziehung will die Wandflächen für Motivationsposter verwenden. Je länger ihr eure Bücher in den Händen haltet, desto besser. Und was soll das graue Zeug in der Cafeteria? Die Nährpaste enthält alle Vitamine, um bei Kindern das Lernpotenzial zu steigern. Das steht alles hier drin in diesem Verbesserungsplan. Aber Sir, erinnern Sie sich doch mal an die Zeit, als Sie jung waren. Da hätten Sie den ganzen Kram auch schrecklich gefunden. Um ehrlich zu sein, ich weiß auch nicht, was ich von diesem ganzen Plan halten soll. Aber das Büro hat es nun mal angeordnet. Da kann ich nichts machen. Sie könnten Nein sagen. Ich kann mich doch nicht gegen das Büro für Ordnung und Erziehung stellen. Sie würden mir kündigen und jemand anderen einsetzen. Ja, aber Direktor Prickly... Hör zu, TJ, das musst du verstehen. Ich weiß, dass ich hier der große Boss bin, aber im Vergleich zum Büro für Ordnung und Erziehung bin ich eine kleine Nummer. Und so kleine Nummern wie ich können am Lauf der Dinge nichts ändern. Verstehst du das? Ich verstehe, Sir. Ich glaube schon. Vielen Dank. Was hat Direktor Prickly gesagt? Er hat gesagt, dass die Kleinen die Dinge einfach so hinnehmen müssen, wie sie sind. So ist das. Du meinst, die Schule wird ab jetzt immer so sein? Das habe ich nicht gesagt, Gus. Das habe ich ganz und gar nicht gesagt. TJ, du musst jetzt zur Schule. Komm runter und iss deinen Toast, er wird sonst kalt. Spar dir den Atem, Mom. TJ kommt nicht runter. Er kommt nicht runter? Ja, was ist denn los? Ist der krank? Er war schon immer krank. Pass auf, was du sagst, Becky. Hey, ich habe keine Ahnung, was er für ein Problem hat. Er hat mir nur gesagt, dass er nicht runterkommen wird und das hat mir gereicht. Du solltest lieber mal nachsehen. Genau das werde ich auch tun. TJ? Hallo, Mom. TJ, du solltest jetzt endlich runterkommen. Schatz, deine Tür ist verschlossen. Sie ist nicht nur verschlossen, sie ist verbarrikadiert. Verbarrikadiert? Aber wieso denn, Schatz? Und wie willst du denn dann zur Schule? Das ist gar kein Problem, Mom. Denn ab heute Morgen werde ich übrigens nie mehr wieder zur Schule gehen. Na, ihr Nullen. Oh, hallo, Becky. Ist TJ fertig für die Schule? Ich glaube, das war's für ihn. Wie meinst du das? Er hat sich im Zimmer eingesperrt, die Tür verbarrikadiert und will dann nie wieder rauskommen. Er ist und bleibt eine Nullnummer. Und nun entschuldigt mich bitte. Normale Menschen wie ich müssen jetzt zum Unterricht. So eine wie du geht höchstens auf die Baumschule. Nehmen wir doch mal an, dass Becky dieses Mal die Wahrheit sagt. Wieso sollte er sich im Zimmer einschließen? Du sagst es. Eine ganz schön verwirrende Situation. Wir sollten nachforschen. TJ, verdammt nochmal, mach endlich die Tür auf! Tut mir leid, Dad, aber mein Gewissen sagt mir, dass ich das nicht tun darf. TJ, dieser kleine Streich geht mir ganz schön auf die Nerven. Wenn du nicht sofort zur Schule gehst, kriegst du einen Eintrag ins Klassenbuch. Wenn ich jetzt nicht fahre, kriege ich von meinem Boss auch einen Eintrag. Komm jetzt raus, TJ, oder du kriegst Stubenarrest. Das geht schon in Ordnung. Ach du meine Güte, jetzt kommt er ganz bestimmt zu spät. Ich werde besser mal die Schule anrufen. Ich hab gesagt, was Sache ist. Und was jetzt passiert, liegt in den Händen des Schicksals. Was zum... Hallo, TJ. Tut uns leid wegen der Banane, aber das war das Weiße in Mikeys Pausentüte. Was ist denn jetzt los? Oh, es ist eigentlich ziemlich einfach. Ich gehe nicht mehr zur Schule. Du gehst nicht mehr zur Schule? Das kannst du doch nicht machen. Das geht doch nicht, oder? Die machthabenden Erwachsenen sagen, dass er das nicht kann. Ich sage, dass sie nicht einfach unsere Schule nehmen und in einen langweiligen Laden verwandeln dürfen. Wir werden sicher bald rausfinden, wer von uns recht hat. Ein Schüler, der sich durch Ungehorsam gegen das Büro für Ordnung und Erziehung zur Wehr setzt. Was für ein interessantes Konzept. Was ist ein interessantes Konzept? Ja, Leute, was ist hier eigentlich los? TJ hat gesagt, dass er nie mehr zur Schule gehen wird. Er bleibt in seinem Zimmer. Wirklich? Wahnsinn, das finde ich cool. Was ist hier cool? Wenn hier irgendwas cool ist, müsst ihr uns das sofort sagen. TJ hat sich in seinem Zimmer eingeschlossen. Er will nie wieder zur Schule gehen, nie wieder. Skandalös! Was ist hier skandalös? Igitt. Spuck's aus. Na gut, du bist schließlich eine Mitschülerin und so. Weißt du, TJ hat... Detweiler will nie wieder zur Schule gehen. Ja? Na und? Ich habe schon zigmal versucht, nie wieder zur Schule zu gehen. Aber er tut es für uns. TJ Detweiler bleibt zu Hause aus Protest. Diese Neuigkeit verbreite ich in alle vier Ecken des Spielplatzes. Hört her, TJ Detweiler geht aus Protest nicht mehr zur Schule. Yoga, Yoga, das große Kind geht nicht mehr zur Schule. Ja, juhu, ja, wir werden ihm helfen, sofort. Guten Morgen, ihr Unzufriedenen, jetzt wird gelernt.
Die heutige Mathematikarbeit besteht aus 500 Fragen. Ich hoffe, ihr gerissenen Rotznasen habt alle genug Bleistifte dabei. Was ist denn jetzt? Wo zum Teufel sind denn alle? Ach du meine Güte, wo kommen denn die ganzen Kinder her? Wir haben gehört, dass TJ nicht mehr zur Schule geht, stimmt das? Bei mir stehen die Wetten 3-1, dass es so ist. Nun ja, ich fürchte, es ist richtig. Er kommt nicht aus seinem Zimmer raus. Dann stimmt es also, TJ schwänzt die Schule. Mein erster großer Knüller als Informant der 5. Klasse. Das ist doch furchtbar für die ganze Schule. Beruhigen Sie sich wieder, ich muss Sie zur Ordnung rufen. Zur Ordnung? Was reden Sie denn da? Meine Schüler sind alle fahnenflüchtig. Das ist Anarchie. Meine sind auch auf der Flucht. Ich finde das abgefahren. Wollen Sie damit sagen, dass kein einziger Schüler in der Schule ist? Ja, Sir, wir müssen die Kinder finden, bevor etwas Schreckliches passiert.